Geht? Okay, so, schönen Nachmittag von unserer Seite. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Austria gegen Admira 2:2. Ich darf Peter Stöger bitten, ein Statement zum Spiel abzugeben und dann eure Fragen. Bitte, Peter. Ja, es ist, wir sind natürlich enttäuscht. Ich glaube, wir haben wir waren die bessere Mannschaft. Wir sind sich sehr, sehr gut ins Spiel reinkommen, muss ich sagen. 20 Minuten haben wir alles das gemacht, was wir besprochen haben, dass wir den Gegner beschäftigen, dass man eine verunsicherte Mannschaft möglicherweise nicht zurückholt, sondern ihr noch Aufgaben gibt. Das war alles gut, da war viel Bewegung drinnen. So nach 20, 25 Minuten haben wir den Bereich der Arbeit eingestellt. Da ist weniger geworden. Dann ist es auch keine Überraschung, dass du dann halt auch die eine oder andere Situation im eigenen Strafraum hast, wo der Ausgleich kommt. Zweite Halbzeit, denke ich, war das, sind wir wieder in Ordnung reinkommen, haben wieder Möglichkeiten gehabt. Wir haben für mich so zwei, dreimal in dem Spiel die Möglichkeit gehabt, das Spiel fertig zu machen. Mit einem 2-Tore-Vorsprung ist uns nicht gelungen. Und wenn du das dann halt auch, wie soll ich sagen, leichtfertig hergibst, dann hast du es eigentlich auch nicht verdient, in der Bundesliga dann 3 Punkte zu machen. Also du musst es halt offensiv erledigen, dass du sagst, mit den Möglichkeiten, und wenn du es offensiv nicht schaffst, dann musst du halt alles richtig verteidigen, und das war in beiden Bereichen halt dann nicht so, dass du das Spiel gewinnen sollst, wahrscheinlich sogar. Deswegen kommt der Unentschieden raus, das fühlt sich momentan bitter an, aber das ist etwas, was auch vielleicht eine logische Konsequenz ist, wenn man die ersten zwei Sachen, wie gesagt habe, nicht so fertig macht, wie es gehört. Offensiv nachlegen, die Chancen nutzen, das Spiel offensiv mit deinen Toren zu entscheiden oder dann eben so verteidigst, wie es gehört, dass du alles reingibst. Beides war nicht optimal und dann spielst du 2-2. Dankeschön, Peter. Fragen bitte, bitte Handzeichen. Ralf kommt mit dem Mikro. Flo Kröger, Kronenzeitung. Peter, das Wort unnötig, würdest du sagen, trifft es vielleicht am ersten im Gesamten und die Entstehung vom zweiten Tor im Speziellen? Ja, genau. Genau das ist es. Also das ist dann halt, ja, es ist halt nicht konsequent genug. Da geht es darum, das Haus noch zu verteidigen, das trocken nach Hause zu spielen, wenn du es schon in den, weiß ich nicht, 87 Minuten vorher nicht geschafft hast, 2-0 oder 3-0 oder 3-1 zu machen, dann heißt es eben, konsequent fertig zu verteidigen. Da gibt es keinen Schönheitspreis oder sonst irgendetwas mehr. Da heißt es ganz einfach, die Punkte noch mitnehmen. Weil wir es bis zum Schluss durchfighten muss, weil wir es eben spielerisch mit den Möglichkeiten, die wir gehabt haben, nicht geschafft haben, dass wir es vorher entscheiden. Und das ist ärgerlich und das ist das, was mich auch wirklich stört. Das muss ich schon sagen. Weitere Fragen, bitte. Gibt es noch welche? Noch einmal, Flo Kröger. Wie viel habt ihr Standards trainiert die Woche? Also die waren ja sehr viele gefährliche dabei und 2 haben auch zum Tor geführt. Ja, das ist schon in den letzten Wochen immer wieder ein Schwerpunkt gewesen. Da legen wir Wert drauf. Wir wissen auch, dass wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Schützen haben. Und wir arbeiten halt jetzt auch daran, dass wir aus den Standards auch ein bisschen mehr rausholen, als es in der Vergangenheit war. Das ist ein zusätzliches Mittel, das wir jetzt halt haben. Das haben wir, würde ich sagen, für den... Da hat sich der Trainingsaufwand gelohnt, sagen wir mal so. Das muss man schon sagen. Harald Otto war Kurier. Es gab gegen Ried wunderbare Phasen von der Austria. Es gab heute wunderbare Phasen von der Austria. Das zeigt, dass der Weg eigentlich nach oben geht. Aber die Phasen reichen noch nicht. Aber gegen Ried hat es gereicht. Wann werden die Phasen mehr? Gilt das Augenmerk jetzt dieser Konzentration? Weil es waren wunderbare Spielzüge dabei. Auch die ersten 20 Minuten, dann auch zu Beginn der zweiten Hälfte zeitlang? Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Also, was soll ich mir hersetzen? Ich weiß, dass ich Austria-Trainer bin. Wir spielen gegen Admira 2:2 zu Hause. Ich kann alles erzählen, was mir gut gefallen hat, aber das interessiert ja eh niemanden. Deswegen ziehe ich mir den Schuh gar nicht an und erzähle, was halt nicht gepasst hat. Wir haben natürlich gute Sachen auch gesehen. Manche Sachen brauchen Zeit. Und das habe ich auch, glaube ich, zu Beginn der Saison gesagt. Die Jungs bekommen auch die Zeit, von mir Sachen zu entwickeln. Nicht? Aber wir sprechen halt über die Sachen, die nicht passen, weil die müssen auch lernen. Also ist halt so. Aber
Das war bei weitem nicht alles schlecht, aber wir reden davon, dass wir das Spiel gewinnen hätten müssen. Und dann gibt es Gründe dafür, warum wir es nicht gemacht haben. Und über die, ich sage nicht, über die spreche ich lieber, aber ich weiß, dass das die meisten Leute mehr interessiert, weil für die meisten eh klar war, dass Austria das Spiel gewinnen muss. Ne? Also brauchen wir über das, was passt, nicht reden, das habt ihr gesehen. Gut, alles beantwortet oder weitere Fragen? Gut, dann sagen wir ja. Dankeschön. Alles klar.